Herzlich willkommen. Mein Name ist Per Stoll. Ich bin vom Vorstand des Republikanischen Anwältinnen und Anwältevereins, der diese Kundgebung heute hier mitorganisiert. Ich möchte Sie alle, insbesondere diejenigen, die heute nicht hier sein können, nicht an dieser Kundgebung teilnehmen können, begrüßen, vor allen Dingen die, die jetzt diese Kundgebung live im Internet, im Stream mitverfolgen. Als wir 2018 die große Unteilbar-Demonstration mitorganisiert haben, haben wir gesagt, Solidarität statt Ausgrenzung für eine freie und offene Gesellschaft. Solidarität ist heute in Zeiten der Corona-Pandemie wichtiger denn je. Solidarität mit denjenigen, die hier das Leben am Laufen halten, mit den Leuten im Einzelhandel, in der Pflege, im Gesundheitssystem und an anderen wichtigen Stellen dieser Gesellschaft. Solidarität ist aber auch wichtig mit denjenigen, denen gerade das Recht auf ein menschenwürdiges Leben vorenthalten wird, für die die Forderung nach Einhaltung von Hygieneregeln wie blanker Zynismus vorkommen muss. Solidarität mit den Geflüchteten auf den griechischen Inseln. Solidarität und der Kampf für die Gewährleistung von elementaren Rechten ist gerade in Zeichen der Krise von elementarer Bedeutung. Für uns als Anwältinnen und Anwälte ist die Forderung nach gleichem Recht für alle und das Eintreten für die unbegrenzte Geltung der Menschenrechte von elementarer Bedeutung. Wir stehen heute hier zwar nur mit knapp 20 Leuten auf dem Pariser Platz in Berlin. Das ist der derzeitigen Corona-Situation geschuldet. Wir stehen aber hier nicht als Einzelpersonen, sondern als ein Zusammenschluss von Wohlfahrtsverbänden, sozialpolitischen Initiativen, Flüchtlingsorganisationen, Bürgerinnen- und Menschenrechtsorganisationen mit vielen tausend Mitgliedern. Wir wollen heute hier mit Ihnen und mit euch gemeinsam, die ihr diese Kundgebung im Stream verfolgt, in Berlin auf dem Pariser Platz ein lautes und klares Zeichen der Menschlichkeit und der Solidarität setzen. Und wir fordern von der Bundesregierung und der Europäischen Union, lösen Sie endlich die Lage auf den griechischen Inseln auf. Schaffen Sie die Voraussetzungen für die Aufnahme der Flüchtlinge. Und zwar jetzt, und zwar sofort, und zwar für alle. Danke. Ich kündige jetzt. Refugees are welcome here. Ich kündige jetzt meinen nächsten Redner an. Das ist Dr. Ulrich Schneider, Geschäftsführer vom Paritätischen Gesamtverband.